Dieses Video wird präsentiert von Hawkland Photographers Clothing. Was haltet ihr von anderen Foto-YouTubern? Sowas wie Rico, Pavel oder Wiesner und so weiter. Ich brauche das Handy noch dafür. Also wenn ich das Handy sowieso brauche, wofür brauche ich denn die Kamera noch? Weil ich finde, du siehst es, wenn die Leute mit dem iPhone ihr Bild machen und faken dann Hintergrund rein. Das ist der zweite Teil einer XXL Interview Q&A Folge zusammen mit Sigi Eichhorn aus Süddeutschland. Ihr kennt ihn vielleicht von YouTube. Er ist heute hier bei mir zu Gast zu Hause und wir haben uns überlegt, lass uns doch mal ganz viele Fragen beantworten und zwar in zwei Videos. Das hier ist der zweite Teil. Den gibt es jetzt hier auf meinem YouTube-Kanal, wo du das gerade siehst. Und den ersten Teil, den gibt es auch schon auf dem Kanal von Sigi. Link ist unten in der Beschreibung. Du kannst jetzt zuerst den zweiten Teil angucken, später den ersten oder den ersten, dann den zweiten. Spielt keine Rolle. Viel Spaß. Jo. Ist die DSLR tot? Also, vorgestern war ich mit einem Fotografierer, der Nikon D750 gab, der typische DSLR. Ich würde sagen, die ist nicht tot, die hat noch ihre Berechtigung. Hey, wenn du alles richtig vor Ort machst, und ich bin mir sicher, ich habe die Bilder jetzt noch nicht mit dem RAW rübergezogen, ich bin mir sicher, mit den Bildern können wir was anfangen, ganz sicher. Ich glaube, die DSLR ist tot im Videobereich, da kommt ihr nicht ran, aber wenn wir nur von Fotografie sprechen und du eine DSLR aus Budgetgründen dir kaufen willst oder noch eine hast, bist du unsicher, mach mit der dein Bestmögliches. Also tot ist es nicht. Ich glaube, sie ist nur tot im Bereich von, was machen Hersteller in Zukunft für Kameras. Also werden die noch DSLRs rausbringen? Langfristig nicht. Nee. Das heißt, wahrscheinlich in 5 Jahren wird es keine neuen DSLR-Kameras mehr von keinem Hersteller geben. Außer einen wird es geben, der sagt, wir machen das trotzdem. Und dann sagen die Leute, da kann man noch DSLRs kaufen. So wie es halt bei analogen Kameras schlussendlich auch war oder ist. Und in 20 Jahren werden Leute immer noch mit DSLR fotografieren und dann wird bestimmt ein Retro-Trend wieder kommen, wo die Leute sagen, oh, jetzt nehme ich wieder die DSLR, weil der Look ist anders und das Feeling ist anders und das Geräusch und das Klack und bla. Und es wird einfach parallel zur Analogfotografie, denke ich, so Retro-Moves geben irgendwann. Grenzen haben die, ich habe dann auch gesehen, als es dann dunkel war, haben die Kameras einfach Grenzen in der Nachtfotografie. Auch Live-View zum Beispiel in der Nacht, oder? Geht nicht mehr, können sie nicht mehr simulieren. Aber generell tot ist sie bei Tageslicht nicht, würde ich sagen, auf keinen Fall. Immer noch super Ding. Und die funktionieren, die gehen ja nicht kaputt. Also höchstens der Spiegel oder was auch immer, irgendein Mechanismus drin, was mechanisch ist, aber ja, das dauert ewig. Ich würde auch sagen, der normale Fotograf, der ballert ja nicht. Nee, deswegen bei Serienaufnahmen oder Timelapse oder sowas vielleicht. Ja. Welches Feature wünscht ihr euch für künftige Kameras? Super spannend, weil das hat was mit dem Smartphone bei mir auch zu tun. Erzähl erstmal deins. Also im Videobereich, das hatte ich schon mal in einem anderen Video erwähnt, würde ich mir ganz sehr einen variablen ND-Filter, einen internen wünschen. Ganz sehr, weil ich habe immer im Videobereich das Thema, ich muss immer einen Filter mitnehmen. Mhm. Und wenn du halt innen drin einen automatischen ND-Filter hast, in den großen und Sony behauptet, da wäre kein Platz für eine Sensorstabilisierung und den ND-Filter automatisch eingebaut. Ich weiß nicht, ne? Vielleicht kommt's, vielleicht halten die es noch zurück. Vor allem auch das wünsche ich mir ganz elektronischer ND-Filter, ne? Also so wie beim Flugzeug gibt es ja mittlerweile die Scheiben. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr häufig fliegt, gibt es ja manche Flugzeuge heute, die automatisch die Scheiben dunkel machen, wo man gar nicht mehr das runterziehen muss. Das ist ja am Ende auch nichts anderes als ein ND-Filter. So, ne? Und das eigentlich so digital in der Kamera drin, schon optisch, aber eben, dass es elektronisch dunkler und heller gemacht wird, ohne dass du zack, zack, jetzt was. Also, weißt du, ich weiß nicht, wie sie es hinkriegen, aber Sony hat es ja bei den großen Kameras. Aber Olympus hat diese Funktion auch in den kleinen Kameras. Wie kriegen die es hin? Wieso haben die den Platz? Vielleicht dann ist dafür? Es nicht optisch bei Olympus, das weiß ich glaube ich auch nicht. Das ist dann schon digital. Also, ne? Digital bis Ende 64 oder so. Ja. Aber das wäre eine Funktion, die wünsche ich mir nicht für die Fotografie, eher für die Videografie an unseren Sony-Kameras. Und ich wünsche mir vielleicht, dass unsere Kameras ein bisschen schlauer werden, dass sie was von den Handyprozessoren abkriegen, weil eigentlich sind die Kameras echt noch dumm. Die sind super dumm. Und das ist das Problem. Das ist super dumm. Und da könnte ich mich Jahr für Jahr aufregen. Ich habe vor 5 oder 6 Jahren ein Video released, da habe ich gesagt, die Zukunft der Fotografie in 5 Jahren. Und da war ich sehr euphorisch und habe gesagt, das war noch vor Corona, da habe ich gesagt, die werden smart, die Kameras, und da kommt die Technologie rein aus den Smartphones. Ja, und jetzt sind wir 5 Jahre später, die sind immer noch genauso dumm. Die Kameras sind immer noch genauso dumm, da hat sich nichts verändert dran. Die haben jetzt einen besseren Autofokus. Gut, ein paar Algorithmen haben die bekommen, aber die ganzen Entwicklungen sind alle in die Richtung gelaufen, wie kann man eine Kamera
besser machen, aber nicht, wie kann man eine Kamera neu denken? Wie müsste eine moderne Kamera sein einfach? Was braucht die, was andere Dinge haben? Und einfach dieses Smartphone in der Kamera drin, vor 5 Jahren schon gesagt, das fehlt. Und das ist etwas, warum ich auch die Kamera immer weniger benutze und das Smartphone mehr benutze für viele Shots, weil einfach das Smartphone clever ist. Und ich viel einfachere Ergebnisse bekomme. Und am Ende geht es um Einfachheit. Also warum muss man sich das Leben kompliziert machen, wenn man es auch einfach bekommen kann? Und wenn der Anspruch quasi nur ist, ich will ein Okay-Ergebnis haben. Wenn ich jetzt ein Top-Ergebnis haben will, muss ich die Kamera nehmen. Immer noch. Weil das Smartphone da nicht rankommt, physikalisch. Aber wenn ich ein Okay-Ergebnis haben will, warum nicht einfach? Und ja, das kann die Kamera nicht. Alleine schon Sharing. Ne? Wie kompliziert. Ich muss ein Foto auf mein Handy senden und dann, ich brauche das Handy noch dafür. Also wenn ich das Handy sowieso brauche, wofür brauche ich denn die Kamera noch? So, das ist halt das Ding so. Ne? Warum kann man nicht direkt vom Handy hochladen? Und es gab ja mal die Kamera, die Zeiss, die habe ich auch getestet. Die war schon vom Prinzip her gut, aber hat sich leider nie durchgesetzt. Und ich hoffe immer noch, dass irgendwann eine Kamera kommt, die einfach Apps hat, die du genauso bedienen kannst wie dieses Smartphone, die du einfach so zack, 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 einfach schnell du andere Sachen machen kannst, du Notizen schreiben kannst auf deiner Kamera. Das wird doch super. Glaubst du, dass Sony da mitzieht in den nächsten 2 Jahren? Nee. Ich glaube es auch nicht. Und das Ding ist leider auch, dass Sonys Smartphones an sich von der Qualität her sehr gut sind. Also der Sensor, was sie dort an Technik reinbauen. Aber die Oberfläche und die Software, die in den Sony Smartphones drin steckt, ist einfach, kann nicht mithalten mit einem iPhone, kann auch nicht mithalten mit einem Samsung, kann auch nicht mithalten mit einem Google. Und das ist halt so schade. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Sony die sein werden, die das machen werden. Sondern ich hoffe, dass es Apple ist, die irgendwann eine Kamera rausbringen. Die wird dann sehr wahrscheinlich 5.000, 6.000 Euro kosten. Ja. Aber das wird dann auf Leica. Ich wollte es ja Feature-Branding sein. Leica. Ja, nee, glaube ich nicht, dass sie es mit Leica machen, weil Leica ist ja Hasselblatt und. Ja, stimmt. Ist auch wieder chinesisch. Genau, chinesisch so. Deutsch-chinesisch. Nee, wie auch immer. Auf jeden Fall. Glaube ich nicht, aber ich würde mir tatsächlich das von Apple wünschen. Und Samsung hatte es mal. Vielleicht kommt Samsung nochmal und macht diese Sparte wieder größer. Die hatten das mal. Ganz früh, als ich angefangen habe, ich glaube 2014. Aber die hat sich nicht durchgesetzt. Das war zu früh. Ja. Da gab es noch keinen TikTok, da gab es noch kein Instagram in der Größe. Da gab es zwar schon YouTube, aber es war Social Media Anfang. Heute sind wir Social Media Ende, kann man sagen. Oder ja, Endstadium. Und jeder nutzt das, jeder hat das. Junge Leute nutzen TikTok, die wollen schnell die Sachen benutzen. Und einfach die Sachen benutzen. Und du hast so viele tolle Möglichkeiten, kreative. Selbst mein Sohn mit 3 hat er schon Snapchat-Filter quasi benutzt, weil er das interessant fand. Nee, für sich selber, weil er das interessant fand, wie sich sein Gesicht dann verändert. Dann hat er das an mir gemacht und hat damit auch fotografiert. Und beim iPhone ist es halt auf den Knopf drücken. Bei der richtigen Kamera, gib ihm mal die richtige Kamera. Klar, der kann da durchgucken, aber jetzt was einstellen, viel zu kompliziert. Ja. Und was machst du dann mit dem Bild? Speicherkarte raus, rein da, so rüber. Also, kompliziert, warum so kompliziert? Das ist, manchmal denke ich, auch bei Sony, da holen sie die Softwareentwickler von der Waschmaschine, komm, jetzt machst du mal, jetzt musst du mein Menü mal weitermachen, brauch wieder eine neue Version, jetzt machst du mal, ey. Oder Copy-Paste von der Waschmaschine. Ja. Ja. Nee, das stimmt schon, es ist einfach nicht smart genug, das stört mich und das wünsche ich mir auf jeden Fall für künftige Kameras. Sonst muss ich aber ehrlich sagen, meine A7 R5 Sony ist für die nächsten 10 Jahre, wahrscheinlich sogar für die nächsten 20 Jahre, die Kamera, die ich benutzen werde. Es gibt nichts an dieser Kamera, was ich noch verbessern würde. Wie? Autofokus ist super. Megapixel sind super. Das wäre ein Punkt für mich. Video ist super. Findest du mit so viel Megapixel die Nachbearbeitung stressiger? Ja. Weil die Bilder sind ja richtig groß, ja, und mein Rechner auch Speicher rödelt. Ist einfach zu viel. Ja, mein Rechner rödelt richtig. Voll, also deswegen 60 ist für mich schon, ich brauche nicht mehr als 60. Ja. Wenn ich mal 100 bräuchte, würde ich mir eher leihen mit einer Kamera, die das halt dann kann, oder hochrechnen. Also mittlerweile über die ganzen Features in den Programm, KI, was auch immer, kannst du ja so einfach hochrechnen. Ja. Das ist am Ende dann auch scheißegal, ob du 60 also du sagst auf 100 hochrechnest. 60 ist Maximum, mehr brauchst safe. Du also ich fand selbst 40 fand ich schon ausreichend. Ja. Also ich habe nie mit 40 Megapixeln den Moment gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt ist mir so ein bisschen zu wenig an Megapixeln. Ja. Das wäre mir aber ein bisschen zu wenig. Das wäre so ein bisschen zu wenig. Hey, wenn du jetzt nicht ein Vogelfotograf bist und musst da voll reinzoomen und hast einen Blick für eine Perspektive, dann richtest du eigentlich den Blickwinkel schon richtig aus. Ja, dann musst ja auch du nicht mehr schneiden und deswegen. Eigentlich. Und selbst jetzt, wenn du croppst das Ganze und dann hochskalierst, das sieht super aus. Oder jetzt Generative Fill zum Beispiel mit Photoshop, es funktioniert so schön gut. Krass, ja. Auch meine alten Bilder teilweise, wo ich gemerkt habe, ich habe zu eng geschossen oder es ging halt nicht anders, weil der Moment war halt schnell. Ja. Und ich musste das einfrieren, aber habe halt dann oben was leicht abgeschnitten oder zu eng. Das ist heute so einfach, das zu lösen, dieses Bild einfach geiler zu machen und einen größeren Bildausschnitt zu haben, das ist so gut.
Oder sogar riesige Bereiche. Bei unserem Buch hier, was wir gemacht haben, Ruined, die ganze Rückseite des Buches ist nur Generative Fill. Echt? Die ganze Rückseite. Wow. Das Vordercover wurde quasi gemalt. Mhm. Und dann haben wir aber gemerkt, ach scheiße, wir brauchen noch eine Rückseite. Lassen wir die jetzt nochmal malen. Und dann haben wir es einfach ausprobiert. Quasi den Bereich so groß gemacht. Hier ist das Cover. Markiert. Und dann einfach markiert, füllen. Bam, sah geil aus. Lass uns das nehmen. Perfekt. Perfekt. Nee, sah geil aus. Und es ist einfach ein bisschen abstrakt, ein bisschen bunt, ein paar Formen. Reicht doch. Dann ist eh Text drüber und so ein Kram. Ja. Und das ist mega, mega geil. Auch für Cover von Büchern oder Magazinen generell, wenn du dann merkst, okay, das Bild vom Motiv her, eigentlich müsste oben Schrift hin, du rückst das Motiv nach unten, füllst oben einfach und fertig. Mit welchem Ereignis ist der Funke der Fotografie bei euch übergesprungen? Oh, der Funke. Bing. Was war es bei dir? Also ich musste, also ja, es gab eigentlich zwei Ereignisse tatsächlich. Ich musste fotografieren lernen. Ich komme ja aus der Videoecke, bin Videofilmer. Und ich habe mehr und mehr damals vor vielen Jahren für Kunden gearbeitet und die sagten vor Ort, wir brauchen jetzt auch Fotos. Ich so, wie jetzt Fotos? Ne? Wie jetzt? Ich bin euer Kameramann, ich filme. Nee, wir brauchen jetzt Fotos. Ah, okay. Und da musste ich ja ganz schnell mich an die Fotografie ranarbeiten für die Thumbnails. Ihr müsst euch vorstellen, an der Location brauchst du dasselbe Licht, du brauchst Bild davon. Es ist mir jetzt nicht wahnsinnig schwer gefallen, Outdoor, aber zum Thema Blitzen und so weiter, das ist eine ganz andere Nummer, die Fotografie. Also zum einen musste ich mich mit der Fotografie anfreunden, aber der Funke ist übergesprungen. Dann tatsächlich, als ich das allererste Mal mit meiner Kamera aus Zeitgründen nur nachts fotografieren war und habe dann gesehen, was für krasse Bilder unsere normalen Kameras in der Nacht machen können. Da bin ich ausgeflippt. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Dass du sehen kannst. Ja, das ist auch immer, wenn ich Menschen zeige, ein Milchstraßenfoto, zum Beispiel gestern habe ich jemandem ein Milchstraßenfoto gezeigt und die Person wusste nicht, dass es die Milchstraße so gibt und dass man die so sehen kann und dass man die einfangen kann und dass sie da ist. Und ich musste dann mit Google beweisen, dass das so gibt. Da ein Fotobild gesagt, guck, hier ist die Milchstraße, jetzt läuft die hier lang und du kannst sie aber nicht sehen, weil der Mond gerade da ist und weil wir hier auch gerade in Deutschland sind und es relativ hell ist. Ja. Und wenn wir jetzt in Afrika oder in der Mongolei oder wo auch immer wären, dann kannst du sie halt richtig krass auch sehen. Oder wenn du halt irgendwo in Bayern bist, auf dem Berg oder sowas. Ne? Und das ist immer da. Ja. Und das lernst du über die Fotografie teilweise dann auch kennen. Ja, ich bin ausgeflippt, wie hell die Kameras Bilder darstellen können. Ich hatte damals noch keine Ahnung von 30 Sekunden Belichtungszeit oder 15 Sekunden. Ich habe es einfach mal ausprobiert und dachte, what the fuck, was ist denn hier los? Ich kann die Sterne sehen. Voll. What? Und viel mehr als mit dem Auge sehen. Und dann war ich halt so angepeitscht, da bin ich halt dann total oft in der Nacht raus, weil ich nur nachts halt Zeit hatte für mein Hobby da. Und ich glaube, seitdem bin ich dabei geblieben und habe da auch meine ersten Videos so rausgeballert. Ja. Das Wenige, was ich wusste, habe ich gleich geteilt. Weißt du? Voll, aber ähnlich war es bei mir auch damals, als ich angefangen habe. Ich glaube, bei mir ist der Funke übergesprungen, so richtig, richtig in Schottland 2013 oder sowas. Oder 2012, bin ich mir gerade nicht sicher. Da habe ich so einen Roadtrip mit damals meiner Freundin gemacht. Mhm. Und das war mega nice. Und da habe ich dann auch viel fotografiert, da gibt es glaube ich auch ein YouTube-Video noch zu. Und das hat schon richtig, richtig Bock gemacht. Und da habe ich so auch die Leidenschaft für die Landschaftsfotografie entdeckt. So. Aber das erste Mal durch eine DSLR gucken, 5D Mark I, wie gesagt, 50mm 1.8 damals drauf. Okay. Aber noch das Richtige, nicht das Plastikding, sondern es gab noch davor so eine richtig aus Aluminium oder Metall halt. Und da so durchzugucken und alleine nur zu merken, wenn ich scharf stelle, wie der Hintergrund unscharf wird, der geil. Vordergrund unscharf wird, so dieses Durchgucken durch die Kamera, das hat mich gefixt eigentlich so. Da habe ich gedacht, mega, ich will das einfangen, was ich jetzt gerade sehe. Das müssen alle Menschen sehen, was ich hier gerade sehe, durch mein Auge. Aber wenn man mal ehrlich ist, wenn du früher so Events wie Hochzeiten oder so fotografiert hast, dann hast du einen allein auf dem Display das Bild gezeigt. Ja. So, wow, was geht? Ja, mit Blitz und alles. Du kriegst Gänsehaut und denkst, da bin ich ein geiler Fotograf. Voll. Aber nur eine gute Linse. Ja, ja. Blick dafür. Ja, das wäre auch bei der Einstellung. So eine 75-1.8 so, ne? Und dann ein bisschen Licht, ein bisschen in den Schatten gestellt, so die Leute. Und dann einfach ein bisschen Anweisung gegeben. Und dann auf einmal sind es Bilder, wo du denkst, mega geil. Und das sind auch schöne Erinnerungen. Ich glaube echt, wenn du gute Ergebnisse hast, dann machst du automatisch weiter. Voll, dann bist du hyped und denkst so, oh, geil. Du willst mehr lernen. Mehr lernen. Und sowas bei mir dann auch wie so ein Schwamm. Döner oder Pizza? Was wollen wir heute Mittag essen? Döner, Pizza. Ich würde immer beides gerne. So Döner in die Pizza und dann so zusammenrollen. Ich weiß,
Das, weißt du, was ich mal Abartiges gemacht habe? Nee. Ich bin ja aufgewachsen in Coburg und in Coburg, im Frankenland, gibt es die Bratwurst. Yeah. Ganz großes Kino da. Mhm. Und ich bin aber auch ein Döner-Fan. Ich habe immer einmal, leicht im Suff auch, eine Bratwurst in den Döner legen lassen. Geil. Und habe so, also. Ja, mega. Also ich würde heute, ich kann beides essen. Ja, ich bin beides super. Wenn du jeden Tag nur noch das essen könntest, was würdest du nehmen? Pizza auf jeden ich Fall. Ich auch, Pizza. Weil es gibt mehr Variationen von Pizza als von Döner. Ja, ja. Döner ist immer same. Hätte ich auch gedacht. Du kannst zwar den Döner auch variieren. Okay, jetzt ist ein deeper Döner-Talk. Schreibt ihr mal in die Kommentare, Döner oder Pizza. Nee, lass uns Pizza nachher essen. Okay, wie gehen wir mit Neidern um, die keinen Döner oder Pizza mögen? Wie gehst du mit Neidern um? Hast du Neider? Ich habe da so zwei Arten von Neider oder ich gehe auf zwei Arten mit um. Manchmal lasse ich Kommentare einfach stehen, weil die Kommentare sagen ganz viel über den Menschen irgendwie aus. Ich muss da schmunzeln und mir denken, Alter, oh Mann, bin ich froh, dass ich bin und du. Da lasse ich stehen und wenn es manchmal echt ein bisschen assi wird, dann hat er keinen zweiten Versuch, dann lösche ich den sofort oder block den Menschen, dass der nie wieder kommentieren kann. Also ich brauche genau 2 Sekunden für so eine Entscheidung. Cool. Weil, weißt du, wenn da 5000 Leute irgendwie das Video cool finden und einer versaut mir da irgendwie 5 Minuten, cool, habe ich keinen Bock drauf. Und ist ja wie auf einer Feier, du hast jemanden, der ist zu besoffen und benimmt sich daneben, dann fliegt er halt raus. Ja. Dann ist halt so. Aber ich auch keinen Bock auf den. Da gibt es auch keine Diskussion, da muss man auch nicht... Geh weiter, aber besser ist es. Aber es ist oft, ja, weiß nicht. Die Leute, das sind Gott sei Dank wenige. Ich muss wirklich sagen, bei mir sind es noch wenige. Ich habe jetzt da 30.000 Abonnenten, aber es sind doch manche dabei, die haben einfach eine schlechte Phase. Sind unzufrieden. Oft ist es ja emotional häufig, die haben selber, also ich habe mich ja viel mit Psychologie beschäftigt in den letzten Jahren. Häufig haben die selber einen Schmerz und ein Problem mit sich selbst und probieren, ihr Problem mit sich selbst mit jemand anderem zu lösen und sich darüber gut zu fühlen, indem sie dann die Bestätigung bekommen und das gute Gefühl bekommen, dass jemand darauf reagiert. Indem du gar nicht darauf reagierst, ist die Macht schon weg der anderen Person. Und indem du es gar nicht annimmst und das an dich heranlässt, ist auch nichts da. Ja. Trotzdem ist es so unterbewusst, in einem jeden will man ja gemocht werden und geliebt werden im weitesten Sinne. Und man möchte, dass Menschen das, wo man sein Herz reinsteckt und was man macht, irgendwie auch gut finden. Und dann fällt eine negative Stimme mehr ins Gewicht häufig als viele gute Stimmen. 10-mal mehr. Wahrscheinlich, genau. Du brauchst erstmal 10-mal, ich fand das Video gut und einmal schlecht. Ja. Und dann denkst du schon, okay, das Video war vielleicht doch nicht so gut, weil eine Person es schlecht fand. Aber das stimmt ja nicht. So, ne? Und auch wenn du so die Relationen häufig siehst, von zum Beispiel Aufrufen, du hast, sagen wir jetzt mal, 20.000 Aufrufe und 20 Leute schreiben, das Video ist scheiße und deine ganze Kommentare sind voll mit, das Video ist scheiße, dann sind es trotzdem nur 20 Leute von 20.000. Ja. So, weißt du, die sich die Zeit genommen haben, was dazu zu schreiben, die anderen haben nichts dazu geschrieben. Mhm. Ob die es jetzt gut finden oder nicht, egal. Und auch nicht immer ist ein Video für jeden humorvoll. Nicht jeder versteht immer den Humor, so wie man selber den Humor vielleicht hat. Nicht jeder findet alles gut und das ist auch völlig okay. Aber ich finde, auch Beleidigungen zum Beispiel werden bei mir sofort blockiert. Ja. Ich diskutiere auch nicht mehr mit Menschen. Ich probiere auch nicht mehr Menschen davon zu überzeugen, dass sie mich mögen müssen. Ist mir einfach egal. Es gibt einfach immer Menschen, die dich nicht mögen oder die das, was du machst, nicht gut finden, die mit sich selbst, wie gesagt, unzufrieden sind. Und das ist einfach so. Wenn du es akzeptierst, dass es einfach so ist, dann juckt es dich auch nicht mehr so. Also es kommt nicht mehr so an dich heran, dass es etwas mit dir macht, dass es dich irgendwie beeinflusst. Und dann auch Fokus einfach auf all die Menschen, die cool sind, die toll sind. Wie bei einer Feier, wenn du dir jetzt wieder die Feier vorstellst, dass da deine 400 Leute oder was auch immer, mit denen hast du eine super tolle Zeit, der eine benimmt sich daneben oder die 5 benimmt sich daneben, die fliegen raus und die anderen, mit denen hast du immer noch eine gute Zeit. Die siehst du auch auf der nächsten Feier und auf der nächsten Feier, auf der nächsten Feier. Korrekt. Ja. Korrekt. Die sind deine Leute halt, deine Community. Und weißt du, dieses Neid-Thema, ich glaube, für junge Menschen ist das vielleicht kompliziert. Vor allem, wenn du auch noch selber etwas hast, vielleicht, wo du sagst, mein eigener Selbstwert ist nicht so groß. Ja, genau. Und man muss da auch sagen, viele Leute, die in der Öffentlichkeit etwas machen, haben häufig ein Problem mit ihrem Selbstwert. Deswegen machen sie was in der Öffentlichkeit, um das irgendwie zu kompensieren oder um diese Bestätigung zu bekommen. Ja. Und wenn die dann auch noch konfrontiert werden mit diesem Hass teilweise, ne, und auch mit dieser Negativität, dann ist es für sie extrem schwierig. Ja. Also, ich glaube, du brauchst schon eine mentale Stärke, aber es ist wirklich so, wenn du deinen Kopf ins Internet hängst, dann musst du damit umgehen können. Und wenn du es nicht kannst, dann hast du da eigentlich... Voll, es ist schwierig, aber ich finde, es müssen halt auch Grenzen gesetzt werden. Teilweise von den Plattformen.
Ich finde manchmal, habe ich mir schon so häufiger überlegt, dass es tatsächlich sinnvoll wäre, wenn es keine Kommentare gäbe und auch keine Bewertung gäbe von Videos. Einfach. Sondern einfach, der Content ist da und fertig. So wie ich auf Netflix mir was angucke, ich gucke es mir an, fertig. Ich will keinen Kommentar schreiben, ich will nicht sagen, ob es gut oder schlecht war, ich will es einfach nur annehmen. Ja. Und ich habe eine Meinung, klar, die kann ich teilen, die kann ich danach irgendwo teilen, aber ich muss doch nicht dem Regisseur jetzt schreiben oder dem Schauspieler schreiben, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, weil es ist ja eh schon fertig. So, also weißt du, also mir, also für alle Social Media Plattformen, meine Meinung jedenfalls, fände ich es gut, wenn es weder Bewertungen gäbe, noch Kommentare gäbe, die sich auf das Video beziehen. Oder man das eher so hätte im Sinne von, wenn man Kommentare schreibt, sollten sich die Kommentare quasi um etwas drehen, was etwas ergänzt. Ja, und es gibt ja Menschen, die machen das teilweise, aber ich finde, eine Bewertung ist eigentlich fehl am Platz in Kommentaren. Mhm. Also ob man jetzt sagt, ich finde das Video gut oder ich finde das Video schlecht, beides bringt mir nicht so wirklich etwas, sondern mehr, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, wenn ich einen Fehler zum Beispiel mache und sage, etwas ist so und so und jemand korrigiert das. Nee, es ist aber es ist anders. Dann ist es aber trotzdem ja hilfreich, weil es ja auf etwas hinweist. Oder wenn ich frage, was mögt ihr lieber, Döner oder Pizza? Und ich kriege ein Umfrageergebnis dadurch, dann ist es hilfreich. Mhm. Aber jetzt zu sagen, okay, oder wenn ich jetzt frage, ist das Video in so lang für euch interessant oder nicht interessant, dann kriege ich auch eine Stimmung. Dann kann ich so abschätzen, okay, Leute finden das interessant oder finden das nicht interessant. Mhm. Aber jetzt zu sagen, ist das Video an sich gut oder schlecht, bist du gut oder schlecht? Bin ich gut oder schlecht? Das bringt uns nichts. Ja. So. Vielleicht hast du einen schlechten Tag, vielleicht habe ich einen schlechten Tag. Was meinst du denn, was die Absicht eigentlich von YouTube zum Beispiel auch ist, dieses Gelike und Kommentieren? Meinen Sie, die Menschen bleiben dann länger auf der Plattform, also, weil sie schreiben? Weil das Video haben sie eh angeguckt. Ja, das weiß ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Oder hat es für den Algorithmus ist es wichtig, weil sie sehen, es gibt Interaktion bei dem Video, dann wird es öfter vorgeschlagen. Es gibt ja manchmal so die Theorie, dass man, also Leute argumentieren häufig für Pro-Kommentare und Likes und so weiter und Dislikes auch, dass es gut ist, um Leuten zu zeigen, ob ein Video jetzt informativ ist oder nicht informativ ist, ob viele Leute das mögen oder nicht mögen. Mhm. Okay, kann man so sehen. Ja. Aber man sieht es ja auch teilweise an Views. Ne? Man kann ja auch sagen, okay, ein Video wurde jetzt viel gesehen, wenig gesehen. Oder man guckt halt die ersten Sekunden an und sagt halt, finde ich jetzt interessant, finde ich nicht interessant für sich selbst. Das würde man auch ohne Bewertung quasi hinbekommen, so weißt du. Und persönlicher Geschmack entscheidet auch. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Algorithmus tatsächlich zu tun hat noch. Aber man kann, glaube ich, auch Kommentare ausschalten. Aber ich habe es bei mir immer... Ja, man muss es proaktiv aber für jedes Video machen. Man kann nicht sagen, standardmäßig ist das immer quasi ausgeschaltet. Dann sieht es halt auch immer so aus, als hättest du was zu verbergen. Ja, genau. Nach draußen. So, ne? Als will man nicht irgendwas zeigen oder was auch immer. Aber wenn das quasi standardmäßig so wäre, dann müsste niemand sich dafür rechtfertigen. Genau. Und auf Instagram gibt es ja diese Funktion auch, aber man muss es auch bei jedem Bild einstellen. Und das ist halt super umständlich schon wieder, ne? Also es macht es kompliziert. Okay. Ja. Aber es würde viel tatsächlich, finde ich, entspannter machen. Auch bei Bildern zum Beispiel. Es würde halt diesen kompletten Dopamin-Kick dir nicht mehr geben. Genau. Ne? Wenn du nicht mehr wüsstest, ist ein Bild jetzt 5000 Mal geliked oder nur 1000 Mal geliked. Aber was sagt es über das Bild aus? Gar nichts. Nichts. So, es sagt dir aus, der Algorithmus hat es anders bewertet. Es sagt dir aus, mehr Menschen gefällt es, beziehungsweise haben darauf geklickt. Weil es ihnen angezeigt Aber es sagt nichts darüber aus, ob du gut bist oder schlecht bist. Ja. Es sagt nichts aus, ob das Bild gut oder schlecht ist. Und das ist halt so dieses Ding. Keine Ahnung. Wahrscheinlich würden dann weniger Leute Social Media benutzen. Das wäre schlecht für die Werbeeinnahmen. Und deswegen machen sie es nicht mehr. Meine Theorie. Okay. Man weiß es nicht. Okay. Was ist dein Lieblings-YouTuber Vorbild in der Fotografie? Und warte, was haltet ihr von anderen Foto-YouTubern? Okay. Sowas wie Rico, Pavel oder Wiesner und so weiter. Fangen wir an mit, was ist dein Lieblings-YouTuber-Vorbild in der Fotografie? Hast du sowas? Ich schaue mir wenige Fotografie-Videos an, aber nicht aus dem Grund, weil ich die alle doof finde. Ich möchte nicht kopieren. Ich möchte nicht kopieren. Ich glaube wirklich, ich wäre dann beeinflusst, wenn ich jedes deiner Videos, jedes von Rico Best und Wiesner und von anderen 10 noch anschaue, glaube ich, wenn ihr KI macht, dann bin ich gezwungen, da auch was zu machen. Oder ich muss jetzt dann auch das machen. Ich versuche mich davon frei zu machen und einfach, wenn ich Zeit zur Verfügung habe, dann gehe ich in mich, überlege, was kann ich jetzt gerade abliefern, auf was habe ich gerade Bock und dann mache ich Videos. Ich schaue mir aber auch gerne den Camera-Conspiracy-Typen an, der einfach nur über die Kameras so Quatsch redet. Das ist einfach für mich so Unterhaltung. Oder ich suche dann ganz gezielt für Probleme im Videobereich, im Final Cut zum Beispiel. Mhm. Also ich schneide am Mac, da schauen wir wirklich Lernvideos an. Voll.
Und da geht's, weißt du, da geht's nicht um die Person, um das, sondern es geht dann um den Inhalt, um die Sache. Und da google ich dann tatsächlich. Aber ich habe jetzt nicht in meinem YouTube-Abo-Modell den Fotografen drin. Hm. Wenn ich nach was suche, klar. Ja. Aber ich habe wirklich Angst zu kopieren, weil YouTube will ich noch eine Zeit machen, will so meinen Stiefel durchziehen und probieren. Ist ja auch so eine Zeitsache, ne? Wenn du jetzt jedes Video von jedem anguckst, alleine jetzt hier wurden 3 genannt, wie oft machen die ein Video, 1-2 Mal in der Woche, dann wo willst du die Zeit haben? Kennst du Pavel, Rico, Wiesner kennst du? Da gab es ja ein Video. Ja, mit Stefan haben wir schon mal ein Video gemacht. Mit Pavel habe ich, glaube ich, auch schon mal ein Video gemacht. Wir kennen es auf jeden Fall persönlich. Mhm. Grüße gehen raus. Ich mag Stefan Wiesner. Ich mag Pavel Kaplun. Rico Best habe ich noch nicht persönlich kennengelernt, aber wir haben schon per E-Mail miteinander geschrieben. Auch ein toller Typ. Also bei mir ist sowieso so, ich habe gegen niemanden etwas, der selber so viel Arbeit und Herzblut quasi da reinsteckt. Ich habe Respekt dafür, dass Leute das machen. Es gibt immer wieder, oder es gab in der Vergangenheit Leute, die haben das auch negativ quasi ausgenutzt und quasi dann gegen mich geschossen oder gegen Dinge, die ich rausgebracht habe, haben sie gedacht, sie müssen darüber irgendwie negativ sprechen oder ihre Meinung kundtun und so weiter. Und das ist auch okay, können die Leute machen. Aber von meiner Seite her gibt es quasi keinen Grund, mit irgendjemandem negativ zu sein, weil ich respektiere, dass alle einen guten Job machen und es gibt für alle genug. So, weißt du, es ist nicht so, dass jemand dem anderen etwas wegnimmt oder irgendwie sowas. Und das ist doch toll, wenn Leute verschiedene Meinungen auch kundtun oder am Ende ihre Perspektive zum Beispiel jetzt auf eine Kamera geben oder ihr Wissen weitergeben und da vielleicht neue Impulse mit reingeben und so weiter. Gerade für Leute, die anfangen mit dem Fotografieren. Also ich finde das gut. Und Vorbilder für mich fotografisch. Ich fand früher Joey L. sehr gut aus Amerika. Also finde ich heute auch immer noch gut, aber ich verfolge jetzt nicht, was die Leute machen. Ich bin auch kein Mensch, der wirklicher Fan ist von irgendetwas. Ich finde Projekte gut, die sie gemacht haben. Zum Beispiel jetzt Joey L. hat verschiedene Projekte gemacht. Ich habe auch ein Buch von ihm hier über Äthiopien, fand ich sehr cool. Dann Jimmy Nelson finde ich zum Beispiel super spannend aus den Niederlanden. Der hat tolle Bücher auch gemacht. Habe ich 2 hier, diese riesigen Wälzer, die du da hinten siehst. Mhm. Das sind Bücher, wo er solche riesen Bücher, die er über die verschiedenen Stämme und Kulturen der Welt quasi gemacht hat, über viele Jahre sein Leben da reingesetzt hat quasi, um das umzusetzen. Das ist toll, das ist beeindruckend. So, aber bin ich jetzt ein Fan davon? Ich find's gut. So, auf YouTube zum Beispiel fand ich super immer Slanted Lens. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die haben nie den richtigen Hype bekommen, machen super aufwendige Tutorials und Videos. Ist so ein Älterer mit so einer Brille und sein Sohn, glaube ich, machen tolle Videos, schon vor 10 Jahren tolle Videos auch gemacht, oder vor 5 Jahren, keine Ahnung. Sowas gucke ich zum Beispiel gerne. Wen gucke ich noch gerne? Ab und zu gucke ich mir Krolopp und Gerst mal an. Das sind ja auch mittlerweile alles Leute, die ich kenne. So, ne? Und dann gucke ich so, was haben die so erzählt? So, keine Ahnung, wenn ich mal Zeit habe, im Auto sitze oder eine lange Fahrt habe, dann gucke ich mir, aber ich gucke mir jetzt keine Tutorials an. Ich gucke mir jetzt keine Ahnung, so. Aber wenn es mal was Interessantes gibt, wo ich sage, da gucke ich mir das auch mal an, aber wirklich sehr, 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 sehr selten. Aber ich habe Respekt für alle, die das machen. Ich finde das toll. Und auch neue Leute, die damit dazukommen. Aber vor allem auch die alten Hasen, weil da muss man auch sagen, wie alt bist du? 48. Siehst du, ich bin 37 erst. So, ne? Und die meisten, die so YouTube-Videos machen. Aber die anderen, wenn du jetzt mal die anderen, die jetzt hier aufgezählt wurden, zum Beispiel nimmst, die sind ja auch schon deutlich älter. Mhm. Aber auch die Fotografen werden ja auch älter oder manche Leute kommen jetzt ins Rentenalter und sagen, ich brauche ein neues Hobby, ich habe so viel Zeit, finden die Fotografie. Mhm. Und die gucken dann meine Videos an und sagen, der ist mir irgendwie zu jung, der ist mir zu Rambo-mäßig mit seinen ganzen hier Assi-Tätowierungen oder was auch immer, der redet mir zu schnell. Kann ich nicht folgen, dann guckt er jemand anderen. Ja. Ist für jeden etwas da und das ist doch toll. Jeder sucht sich den Typen, dem er angeht. Und jemand ist vielleicht jünger als ich noch und sagt, der ist mir zu alt. Der Jaworski, den will ich nicht gucken, dann gucke ich jemand, der noch jünger ist vielleicht lieber. Auch super. Ja, aber toll. Jetzt auch anders, als ich mir deine Videos vor 10 oder 14 Jahren angeschaut habe, habe ich gedacht, Mensch, der hat ja richtig Spaß an der Sache. Voll. Da hat er Bock da drauf. Voll. Also weißt, weil ich kannte auch noch diese Fotoschiene so, okay, die sind einfach so ein bisschen so die Theoretiker, die sind leise, die reden,
Die krummeln in ihren Bart rein, die alten Herren, die sich auskennen mit einem manuellen Modus. Und da dachte ich, cool, der Typ, der checkt's ja. Der hat auch noch Spaß draußen. Und ja, war das, auch das so. Halt, und dann hat mir halt YouTube ein Video nach dem anderen dann präsentiert. Heute ist es immer noch so, dass es mir Spaß macht, aber manche Videos, muss ich ehrlich sagen, machen mir jetzt auch nicht mehr so viel Spaß, weil ich einfach schon oft erzählt habe und für mich dann neue Sachen mich reizen. So, ne? Ja. Man entwickelt sich ja weiter und wenn man jetzt ein Video von mir vor 10 Jahren guckt, dann war das für mich vor 10 Jahren schon nicht mehr ganz neu. Das heißt, heute ist es schon noch älter, also weißt du? Und heute inspirieren mich ganz andere Sachen oder ich finde andere Sachen interessant und spannend und dann will ich lieber darüber eigentlich erzählen, als jetzt das 10.000. Mal über Fotografie. Aber trotzdem gibt es dann Sachen, die ich spannend und interessant finde und dann suche ich mir neue Sachen oder lade nur noch Videos zu bestimmten Themen hoch, die ich interessant finde. Sowas wie zum Beispiel Mongolei finde ich super spannend und da habe ich Bock drauf. Aber jetzt jede Woche das zu machen, würde nicht funktionieren. Also weder finanziell noch einfach vom Spaß. Dann macht es auch keinen Spaß mehr. Wenn du jeden Tag nur Pizza isst, jeden Tag nur Döner isst, dann macht es keinen Spaß mehr. Klar. Deswegen die Abwechslung macht es schlussendlich, vor allem wenn man etwas sehr, sehr lange, glaube ich, einfach macht. Ja. Nee, warte. Wie siehst du die Zukunft des Fotografie-Business bei der KI-Entwicklung? Aktuell. In der KI-Entwicklung. Wo ist die KI? Also in der Bildbearbeitung, da schlägt sie volles Programm ein, erleichtert uns sehr, sehr viele. Die Bildentrauschung ist das Tool, was ich immer nutze bei Nachtaufnahmen. KI-Entwicklung an den Kameras selber. Ich glaube, der Autofokus ist KI-basiert, oder? Dass der die Flugzeuge erkennt, Vögel. Aber was glaubst du, was das mit der Fotografie als Geschäft, also als Fotografie, so, als Beruf, was du macht meinst, es damit die, durch die KI? Ah, okay, wahrscheinlich zieht die Frage darauf ab, ob den Berufszweig Fotograf zerstört, wie man so schön auf YouTube immer sagt. Einfach Stockfotografie, glaube ich, wird echt zurückgehen. Ich glaube, das Business ist raus, aber ich weiß nicht, sobald es persönlich wird, brauchst du eigentlich keine KI-Stockfotos. Weißt du, wenn ich einen Geschäftsführer fotografiere, will ich ihn fotografieren, wie er an seinem Schreibtisch in seinem Sessel sitzt oder vor der Firmenfassade. Wenn ich die Einstellung fotografiere oder die Hochzeit fotografiere, also ich glaub, kann ich es nicht mit KI. Im Videobereich und im Fotobereich, aktuell ist es noch so, Menschen wollen real gezeigt werden in ihrer Umgebung. Und klar kannst du KI benutzen dann, um schneller zu bearbeiten. Ja, das ist was anderes. Also die begleitet uns und die wird uns beeinflussen auf jeden Fall. Viele Sachen tatsächlich sehr positiv. Zum Beispiel jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, Generative Fill mit Photoshop. Dinge entfernen auch mit Generative Fill. Ja. Funktioniert mega selbst gut. In Lightroom geht's. Genau, Lightroom, auch in Camera Raw geht's mittlerweile. Kleinigkeiten in Lightroom gehen. Ist jetzt auch neu. Dann Hintergrund unscharf rechnen zum Beispiel. Finde ich auch mega hilfreich. Manchmal willst du noch unschärfer haben. Ja. Und dann geht es mittlerweile auch ganz einfach. Kreativ Konzepte machen, wenn du nicht gut zeichnen kannst, kannst du mit KI super easy machen. Also ganz, ganz viele Dinge machen den Workflow einfach. Oder zum Beispiel auch in Premiere, mega geiles Feature. Gibt es, glaube ich, schon länger, aber habe ich letztens erst für mich entdeckt. AutoCut, also im Sinne von, du hast ein Projekt, das ist schon geschnitten. Du ziehst das fertige Video, was schon komplett geschnitten ist, ein fertiges Video, ziehst du in deine Timeline, sagst einmal AutoCut und dann sind alle Schnitte wieder gemacht des Videos. Und dann kannst du jeden einzelnen Clip, zum Beispiel B-Roll-Material, einfach nach oben schieben, was du jetzt für nächstes Video wieder benutzen willst. Mega hilfreich. So, und so arbeiten wir teilweise ohne die Premiere-Datei, die ursprüngliche, sondern nur mit einem ausgerenderten 4K-Clip. Der wird wieder automatisch neu geschnitten und dann kannst du ihn neu arrangieren. Zum Beispiel für Hochformat auch oder sowas. Ne? Also da ist es schon sehr, sehr hilfreich, mit so einem Tools zu arbeiten. Es nimmt dir viel Arbeit ab. KI ist da, begleitet uns. Wir müssen jetzt damit umgehen. Voll. Und es macht neue Jobs auch wieder. So ist es auch. Ne? Also es gibt ja mittlerweile Menschen, die verdienen durch Prompts in Midjourney ihren Lebensunterhalt. Damit habe so. Ich mich noch nur gibt's auch. Oder mit allen möglichen anderen Funktionen. Also why not? Use it. Don't hate it. Ja, keine andere Chance. Nee. Womit können selbstständige Fotografen in Zukunft noch gutes Geld verdienen? Was glaubst du? In Zukunft, also ich gehe jetzt davon aus, was heute funktioniert bei der Unternehmensfotografie zum Beispiel, funktioniert auch in Zukunft. Wenn du jetzt Porträts machst von Mitarbeitern für die Webseite, wollen die immer noch gute qualitative Arbeit vom Fotografen. Weil ich finde, du siehst es, wenn die Leute mit dem iPhone ihr Bild machen und faken dann Hintergrund rein, das ist nicht stimmig. Du brauchst ja eigentlich eine Bildsprache, wenn du es gescheit machen willst auf der Webseite. Und ich bin der Meinung, das kann ein Fotograf besser als die KI, wenn es Mitarbeiter jetzt selber so machen.
meinetwegen. Und ich glaube, wenn du jetzt auf Events gehst, also Hochzeiten zum Beispiel, werden auch noch in 10 Jahren fotografiert und gefilmt, oder? Das sind alles, was Persönlichkeit hat. Mal, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt Produktfotograf und fotografierst Weinflaschen oder iPhones, das kannst du, glaube ich, ganz gut im 3D-Rendering gut hinkriegen und sogar besser wahrscheinlich als ein Fotograf. Aber persönliche Sachen, oder? Wie siehst du das? Also ja, ich denke auch. Es gibt ein Video dazu sogar auf meinem YouTube-Kanal, 2 Videos sogar, da habe ich ChatGPT gefragt, was gibt es für einfache Wege, 2024 Geld zu verdienen? Ich habe darauf reagiert und meine Meinung dazu gegeben. Das heißt, das könnt ihr euch mal angucken, das sind 10 Wege mit dabei. Da waren ein paar ganz gute Tipps mit dabei. Und ich sehe das tatsächlich ähnlich, dass wenn man das heute schon gut kann, das nicht bedeutet zwangsläufig, dass man das auch in der Zukunft gut kann, aber die meisten Sachen sind universell. Man muss sich anpassen, gucken, was gibt's für Trends, gucken, was gibt's für Needs, was brauchen Leute, wobei kann ich helfen mit meinen Sachen, die ich weiß. Und dann spielt es keine Rolle, ob das in 3D VR ist oder ob das 360 Grad sind oder ob das was auch immer für eine Technik ist, die in Zukunft kommt. Wenn du jetzt die Kamera schon bedienen kannst, dann wirst du das auch in Zukunft bedienen können. Und wenn du ein Auge hast oder Sachen gelernt hast, wie jetzt zum Beispiel Ton oder Licht oder was auch immer, dann kannst du das auch in Zukunft sehr gut machen. Nicht jeder Job ist zukunftssicher. Ich glaube, kein Job ist wirklich zukunftssicher, außer vielleicht Finanzamt. Ja, die funktionieren sehr gut, übrigens. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, machen einen guten Job. Wir haben noch etwas vergessen. Genau. Aber sonst ist halt so, ja, also Fotografie ist halt auch am Ende ein bisschen kreativ und es wandelt sich halt alles. Ich denke, man muss, wenn es ums Geldverdienen geht, dein Geld kriegst du vom Kunden und du musst dich auf die Kunden einstellen, was die wollen. Und man muss sich auch weiterentwickeln, wenn es neue Techniken gibt, sich darauf einlassen und es annehmen, nicht versperren. Nein, ich habe das schon immer so gemacht. Wir sind Dienst, wenn du damit Geld verdienst, bist du Dienstleister und hörst auf den Kundenwunsch und hilfst dem am Ende, dass er sein Problem gelöst kriegt. Voll. Also. Sehe ich genauso. Darf ich mal vorlesen? Was sind eure Spots, die ihr noch nicht fotografiert? Was? Welche sind eure Spots, die ihr noch fotografieren wollt in Deutschland und weltweit? Also bei mir ist relativ einfach, ja. Ich habe noch so viele Spots, die ich fotografieren will. Davon auch viele, viele Hotspots. Was ich mir aber wünschen würde, wäre von der Natur aus Island und Norwegen. So die Nummer, da kennst du dich besser aus als ich. Ich habe wirklich noch nicht die Zeit gehabt, mich da locker mal eine Woche oder 10 Tage freizusaugen, nur für mich, um da fotografieren zu gehen. Das ist, steht auf meiner Liste, aber ich kann das tatsächlich erst umsetzen, wenn das einfach familiär klappt. Ja? Also mit kleinem Kind ist das immer ein Thema, die Zeit musst du dir freischaufeln, du musst schauen, dass erstmal muss es daheim funktionieren und dann kann ich mit klarem Kopf mich auf andere Dinge konzentrieren. Weil wenn es um die Fotografie geht, habe ich gemerkt, ich kann das nicht mit der Familie machen, das funktioniert nicht. Da hast du immer einen Clinch. Ich mach's mir nicht recht, der Family nicht recht. Ich muss das alleine machen oder mit Menschen, die sich für die Fotografie einfach begeistern können. Weil Fotos machen kostet Zeit und die will ich mir auch nehmen. Und du wirst ja auch in dem Moment dort sein und dich nicht um andere die ganze Zeit noch mental kümmern müssen. Ja, und in Hektik sein. Ja. Und da gibt es alles zu entdecken und das ist das. Allein wirklich auch wieder durch Instagram oder man muss ja nur auf Google Maps gehen und auf Sightseeing klicken auf eine Insel und da weißt du schon, wo du hin willst irgendwie. Also ich habe jetzt nicht den Spot, sondern eher die nördlichen Länder. Ja, voll. Den einen Spot gibt es bei mir auch nicht. Ich habe auch so eine ganze Liste aus Dingen, die ich noch machen möchte in den nächsten Jahren und da stehen ganz viele verschiedene Sachen drauf. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist ein Roadtrip nächstes Jahr. Frankreich, Spanien, die komplette Küste einmal machen, sowohl Nord als auch Süd. Und dann Patagonien, Alaska ist nächstes Jahr für mich großes Ding, wo ich Bock drauf habe. Beides auch eher nördlich, also Alaska ist nördlich, aber Patagonien südlich. Aber von der Landschaft her sieht beides nördlich aus. Und wird bestimmt spannend, sowohl Wildlife-mäßig als auch naturmäßig. Und Mongolei freue ich mich jetzt auch drauf, auch was ganz anderes und es gibt viele Sachen. Ich werde nicht alles verraten, ein bisschen spannend halten.
Genau. Cool. Das war's. Ey, wir haben so viele Fragen beantwortet, beziehungsweise so viel über so wenige Fragen geantwortet. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal von Siegfried und auch von mir. Und ansonsten schreibt mal in die Kommentare, ob ihr weitere Fragen habt. Vielleicht machen wir noch mal irgendwie ein Video. Und vielleicht habt ihr auch noch Inputs zu den verschiedenen Fragen, die wir gestellt haben. Schreibt mal vielleicht was, keine Bewertung, sondern etwas, was wir hinzufügen können zu dem Video, so nach dem Motto. Schwer zu sagen, aber ich glaube, wir haben schon so viele. Also, was ich mir gerne wünschen würde, ich würde dich gerne mal bei der Fotografie draußen erleben. Vielleicht kriegen wir das mal irgendwann hin zusammen, irgendwann am Spot zu sein, um auch mal zu sehen, wie gehst du dies? Also es müsste ein Spot sein, den wir beide nicht kennen. Ja. Das finde ich halt reizvoll. Ne? Und halt auch zu einer Zeit, die gut ist. Ne? Also jetzt haben wir halt nur den Tag über Zeit. Ja. Das heißt, tagsüber ist halt immer scheiß Licht. Aktuell ist auch noch windig und ätzend dazu. Das heißt, nicht das Beste, um zu fotografieren. Und wenn, dann muss es schon so sein, dass es passt, weil ich würde gar nicht rausgehen jetzt. Ich würde sagen, es lohnt sich für mich nicht. Gerade ist nichts. Genau. Und voll gegen Abend. Wenn ich im Süden bin, komme ich bei dir vorbei und dann kriegen wir das bestimmt mal hin. Also wenn du da bist, bist du herzlich eingeladen. Auf jeden Fall. Dann das kriegen wir hin. Ziehen wir los und machen da voll eine Session. Es würde mich total freuen, wenn sowas mal zusammengeht. Voll. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt und macht vielleicht auch mal Vorschläge, wo im Süden wir das umsetzen sollen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben. Es waren sehr, sehr viele Fragen und sehr, sehr viele Antworten. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Bemerkungen habt zu den Fragen, die wir beantwortet haben. Vielleicht, wenn ihr eine eigene Meinung auch dazu habt, gerne mal reinschreiben. Die wichtige Frage, Döner oder Pizza, mal beantworten. Abonniert seinen und meinen YouTube-Kanal. Link ist unten in der Beschreibung. Da kommen viele tolle Videos in den nächsten Jahren. Und ansonsten bis bald. Ja. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid und bei diesem intimen Talk hier mit uns. Ja, und vielen Dank auch für eure Zeit. Das war jetzt wieder ein Mammut-Video. Wir haben super viel Zeit investiert. Und vielleicht, und ich hoffe, ihr habt was gelernt und es hat euch inspiriert oder Spaß gemacht oder unterhalten beim Autofahren, Kochen oder was auch immer ihr gerade Schönes gemacht habt. Haus aufräumen, Handwerkerprojekte. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gemacht habt, während ihr dieses Video geguckt habt. So, einfach durchlaufen lassen. Ciao. Ciao, Freunde. Bye, bye.